Moin Leute, es geht wieder los. Neue Folgen von der Höhle der Löwen 2021. Am Montag geht's los und wir starten mit einem richtigen Klassiker. Und ich werde euch vorab schon mal sagen, was abgeht in der Show. Beneto Foods. Insektenpasta, 40% Protein ist drin, also ein richtig gutes Sportleressen, richtig viel Protein. Da werden wir mal reinschauen, was ist das genau und kann das wirklich eine Alternative sein zu Fleisch oder sonstigen proteinhaltigem Essen. Beneto Foods, Insektenessen. Da muss ich sofort an Thailand denken, wenn da überall die Insekten aufgereiht sind an den Märkten. Da habe ich immer gedacht, boah, das muss ich jetzt wirklich nicht probieren. Das ist überhaupt nicht meins. Es gibt sicherlich Leute, denen das schmeckt und die da Bock drauf haben. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass dieses Produkt in der Zielgruppe ziehen wird, weil 40% Eiweiß, das überzeugt natürlich vor allen Dingen für Sportler. In welchem Produkt hast du das? Ja? Ja, wo hast du so einen Eiweißwert drin? Fisch irgendwie 20-30%, Fleisch ja auch so 25, vielleicht bis 35, aber 40% ist schon ein Hammer. Und dann auch noch in der Pasta zum Beispiel. Ja, das ist schon ein interessantes Produkt. Pasta la Vista steht auf der Website. Under Construction. Es wird also komplett umgebaut. Ist natürlich anzunehmen, dass das jetzt was mit der Sendung zu tun hat. Wird bestimmt pünktlich zum Showstart wird die neue Webseite gelauncht und dann werden wir sehen, was dort abgeht. Lässt also schon darauf schließen, dass hier ein Deal auf jeden Fall zustande kommt. Denn wenn ein Deal zustande kommt, dann wollen die Löwen meistens, dass der Verkauf genau dann losgeht. Und deshalb kann man nochmal diesen Effekt der Sendung nehmen und dann zu dem Sendetermin alles nochmal richtig ausverkaufen. Wenn kein Deal zustande gekommen wäre, dann wären ja auch keine Verträge geschlossen worden und sonstiges. Dann machen die Gründer meistens so weiter wie bisher, verkaufen ihre Produkte und es gibt überhaupt keine Änderung mit dem Ausstrahlungstermin, was hier eben der Fall ist. Wenn ihr jetzt auf die Webseite geht, werdet ihr sehen, dass sie, wenn ihr vor dem Ausstrahlungstermin raufgeht, kommt ihr erst am Montag um 20.15 Uhr. Wenn ihr jetzt noch vorher die Seite entdeckt habt oder dieses Video, dann könnt ihr mal auf die Webseite gehen und seht Under Construction und mit dem Ausstrahlungstermin wird sich das Ganze ändern, da bin ich mir ganz sicher. Und dann werden wir das Zeug bestellen können. Ist auch wirklich davon auszugehen, dass es hier einen Neustart gibt, denn es gab schon 2019 eine relativ erfolgreiche Start-Next-Kampagne. Immerhin wurde das Umsatzziel erreicht, insgesamt 16.000 Euro und ein bisschen eingesammelt. Und das Produkt wurde in den Verkauf gegeben. Jetzt, wie gesagt, gerade wieder geschlossen. Und deshalb ist da irgendwas passiert, wodurch jetzt durch die Sendung wieder ein Neustart stattfinden wird. Dass da schon mehr passiert sein muss, sehen wir auch, wenn wir auf den Instagram-Account gehen. Über 2000 Follower, dann sehr gute Interaktionen, auch mit den letzten Postings, Dutzende Kommentare, viele Likes. Also da kann man auch davon ausgehen, dass es keine gekauften Follower sind. Das scheint alles echt zu sein, habe ich nach kurzer Prüfung festgestellt. Also es ist in der Vergangenheit dort schon einiges gelaufen. Es wurde sicherlich schon auch viel verkauft. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was mit diesem Neustart jetzt passiert und welcher Löwe eingestiegen ist. Es ist definitiv jemand eingestiegen. Könnte auch sein, dass zwei den Deal haben wollten und es letztendlich einen Gewinner gab. Das werden wir alles in der Show am Montag um 20.15 Uhr herausfinden. Das Produkt kann ich mir sehr gut online vorstellen, aber auch in diversen ausgewählten Supermärkten, zum Beispiel in so einer Spezialabteilung. Bei Edeka gibt es das jetzt manchmal auch, Bio-Abteilung oder wo ja, Startups vorgestellt werden, neue Unternehmen, da würde das gut reinpassen. Da müsst ihr dann entsprechend jemanden mit Handelskontakten haben oder selber auf die Märkte zugehen. Durch die Show wäre das natürlich genial, mit Ralf Dümmel da in den Verkauf reinzugehen, der die Kontakte in die Supermarktwelt hat. Früher Frank Thelen wäre auch genial gewesen, der sich in der Foodwelt ja schon ein gutes Standing erarbeitet hat.
Jetzt ist er nicht mehr da, aber es wird sicherlich einen Löwen geben, der dieses Produkt nochmal richtig gut mit nach vorne pushen kann. Ich würde da auf jeden Fall an Fitness-Influencer rangehen, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok, und da richtig ins Marketing reingehen. Den Probierpakete schicken, die meisten posten das. Ich würde da 1000 Probierpakete fertig machen, die alle anschreiben und dann sagen, hier, ich schicke dir ein Probierpaket von meinen Pasta La Vista Super Protein Insektennudeln und würde mich freuen, wenn du ein Posting oder ein kleines Video darüber machst. Und 20-30% werden das locker machen. Das ist schon eine enorme Marketingwelle bei wirklich geringen Kosten. Das ist einfach genial mit so einer Verschenkaktion, die immer noch nach wie vor gut funktioniert. Funktioniert bei TikTok interessanterweise, weil es noch relativ frisch ist, funktioniert da viel besser als bei Instagram. Da ist es schon ziemlich abgedroschen. Da steckt einfach bei den meisten Influencern schon Management dahinter und die verhandeln dann knallhart. Da ist dann meistens mit einer Verschenkaktion nicht so viel zu holen. Bei TikTok aber, das kann ich euch allen sagen, probiert's aus. Wenn ihr gerade irgendwelche Food-Produkte habt oder irgendwas, was man testen kann, einfach eine freundliche Nachricht schicken und fragen, hier, ich würde dir gerne mein Produkt vorstellen zum Testen. Wenn du mir deine Adresse sendest, schicke ich dir das rüber. Würde mich freuen, wenn du darüber auch noch ein kleines Video erstellst oder was postest. Bam, funktioniert. Bei TikTok ist Beneto Foods selber jetzt noch nicht so gut am Start. Sie haben aber auf jeden Fall einen Account, 15 Follower. Ist noch stark ausbaufähig, aber man muss ja auch nicht unbedingt zwingend selber mit einem eigenen Account dort stark sein. Es gibt zwar viele Brands, die das da erfolgreich geschafft haben, wie zum Beispiel auch der gute Keksteig von Cookie Bros. Die haben es geschafft, in kürzester Zeit in tausende Märkte reinzukommen, weil die so eine Welle durch diese Verschenkaktion, was ich eben erwähnt habe, ausgelöst haben. Und dann in tausende Supermärkte sind die Leute reingelaufen und wollten dieses Produkt haben, was es da nicht gab. Und dann haben die den Druck von der anderen Seite erzeugt, sodass der Supermarkt schon fast gezwungen war, das Produkt zu listen. Also solche Fälle gibt es wenige und das war wirklich ein sehr, sehr guter Erfolg, den die Jungs von Cookie Bros da rausgeballert haben. Ja, ich bin gespannt, wer investieren wird und wie die Strategie aussieht, um das Produkt zu verbreiten. Ist auf jeden Fall ein super, super Produkt, was bestimmt gut funktionieren wird, wenn man das richtig in den Markt reinballert. Was meint ihr? Welcher Löwe ist der richtige? Wer wird sich drum streiten um das Produkt möglicherweise? Und wer wird letztendlich investieren? Ich werde mir das ganze Spektakel reinziehen am Montag um 20.15 Uhr. Viele von euch bestimmt auch. Und damit bin ich raus. Bam!